Vorhang auf für das Heldentheater. Hallo, wir sind das Heldentheater aus Friedberg. Wir freuen uns sehr, heute für Sie einen kleinen Ausschnitt aus unserer aktuellen Produktion vorführen zu dürfen. Hier hinten sehen Sie jetzt unmittelbar, wie nahezu von Geisterhand hervorgezaubert eine Couch zur Kulisse wird. Möglicherweise, falls sich unsere helfenden Hände nicht verkanten und den Weg auf die Bühne doch finden. Applaus für die Couch und die zwei Helfer. Wir spielen für Sie im Oktober an 4 Aufführungstagen insgesamt 5-mal das Stück Arsen und Spitzenhäubchen von Joseph Kesselring. Mal Hände hoch, wer kennt Arsen und Spitzenhäubchen? Ja, so ein gutes Drittel, wie Sie wissen. Und für die anderen auch noch, ist es ein Klassiker des schwarzhumorigen Theaters. Ein sehr lustiges Stück. Wenn Sie auf Platz 29 zu unserem Stand kommen, können Sie sich gerne einen Flyer mitnehmen. Und noch viel schöner, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, bekommen Sie sogar, Achtung, nicht 1, 2, 3, nicht 4, ganze 5% Rabatt auf alle Veranstaltungen, die wir Ihnen anbieten. Und zwar dauerhaft, wenn das keinen Applaus wert. Es macht jetzt schon Riesenspaß mit Ihnen. Und jetzt brauche ich einen umso größeren Applaus für unsere zwei Darsteller, die Ihnen jetzt eine kleine Szene aus dem Stück vorführen werden. Ihren Applaus bitte jetzt! Komm, Elaine, wir setzen uns. Na, hast du den zarten Hinweis nicht verstanden? Naja, es war ja schon sehr offensichtlich. Da fehlt es doch ein wenig an Fantasie, würde ich sagen. Ja, genau so würdest du es sagen. Wo wolltest du noch einmal essen gehen? Mir egal, ich bin noch gar nicht hungrig. Ich auch nicht. Aber gerade erst gefrühstückt. Dann verschieben wir das Essen doch auf nach dem Theater. Aber wird das dann nicht zu spät? Ach, nicht bei dem Mist, den wir uns heute Abend ansehen müssen. Nach dem, was ich bisher davon gehört habe, sind wir spätestens um 10 im Blakes Restaurant. Du solltest wirklich fairer mit den Theaterstücken umgehen. Gehen die Stücke etwa fair mit mir um? Aus einem Musical bist du noch nie vorher rausgelaufen. Heute gehen wir aber in kein Musical. Nein. Ach, Elaine. Du musst die Regeln besser kennenlernen. Bei einem Musical ändern sie 2-mal den Arbeitstitel, 3-mal das Premierendatum. Es hat ihnen vielleicht in New Haven gefallen, aber es muss noch viel dran gearbeitet werden. Ich hatte so gehofft, dass wir in ein Musical gehen. Du bist so oberflächlich. Von wegen. Musicals wirken irgendwie zart auf deinen Charakter. Sie machen dich menschlicher. Also, nach einem ernsten Stück schließen wir uns dem Proletariat in der U-Bahn an und ich muss mir auch noch einen Vortrag über das Theater anhören. Nach einem Musical bringst du mich mit dem Taxi nach Hause, versuchst mich zu küssen. Das ist eine sehr ungenaue Beschreibung. Von wegen. Ich möchte bitte nur erwähnen, dass du nach dem Bärmann-Stück zu mir gesagt hast, ich sei eine authentische Schönheit. Das ist eine verdammte Zumutung für ein Mädchen. Erst nach unserem ersten Musical ist dir aufgefallen, dass ich schöne Beine habe und die habe ich nun mal auch. Im Grunde genommen kann ich es überhaupt nicht verstehen. Was denn? Na, dass du so viel vom Leben weißt, du, für eine Pfarrerstochter. Tja, Liebling, das habe ich alles auf der Chorempore gelernt. Ach. Irgendwann erkläre ich es dir noch, die enge Verbindung zwischen Erotik und Religion. Also, die Religion schafft es zumindest nie auf die Chorempore. Ah, da fällt mir ein, ich muss dringend nach Hause. Vater wird bestimmt schon auf mich warten. Ach, dass so etwas immer noch sein muss. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Was denn? Ja, dass ich mich in ein Mädchen verliebt habe, das in Brooklyn wohnt. Verliebt? Ist es nicht unter deiner Würde, so deutlich zu werden? Ach, Würde. Ich werde erst wieder in Würde leben können, wenn wir zusammen in New York wohnen. Hast du gerade zusammen wohnen gesagt? Nein, nein. Ich weiß ja, dass man bei dir um das Standesamt nicht herumkommt, aber... Also ich kann es mir noch ein paar Jahre erlauben, ein braves Mädchen ja, zu sein. Ja, aber Elaine, ich kann nicht warten. Lass es uns am besten noch heute Abend tun. Gleich jetzt.
Ich fürchte, mein Vater wird darauf bestehen, uns zu trauen. Und ich fürchte, seine Traurede wird ohne jeden Schwung sein. Schreibst du jetzt auch schon eine Kritik darüber? Verzeih, Liebling. Berufskrankheit. Vielleicht werde ich über das Stück heute Abend dir eine gute Kritik schreiben. Ach Mortimer, tu nicht so, als ob du mich so sehr liebst. Das, ich rufe auch Winchell an, er soll das große Aufgebot bestellen. Okay, Liebling, ich spreche mit Vater und wir machen den Termin fest. Ja, nein. Im Oktober sind immer viele Premieren. Wir müssen erst schauen, was gerade in den Proben ist. Aber... Teddy, ich hab doch gesagt, du sollst das lassen. Was macht er denn schon wieder? Ach, wahrscheinlich hebt er wieder Schleusen aus für den Panama-Kanal. Ach, du kümmerst dich so rührend um deinen Bruder. Ja, er war auch schon immer mein Lieblingsbruder. Lieblingsbruder? Hast du noch mehr davon? Ja, also noch einen. Jonathan. Jonathan? Von dem habe ich noch nie etwas gehört. Auch deine Tanten haben ihn nie erwähnt. Ja, wir reden auch nicht so gern über ihn. Er hat Brooklyn sehr früh verlassen, also nach ausdrücklicher Aufforderung. Er gehörte zu der Art von Jungs, die Regenwürmer zerteilten, also mit den Zähnen. Was ist denn aus ihm geworden? Ich weiß es gar nicht. Er wollte Chirurg werden, so wie Großvater. Aber er wollte kein Medizin studieren, er wollte gleich praktisch arbeiten. Das hat ihn irgendwie in große Schwierigkeiten gebracht. Ich muss jetzt wirklich rüber und mit Vater sprechen. Immer wenn ich mit dir ausgehe, spricht er ein kurzes Gebet für mich. Ich laufe schnell über den Friedhof, ich bin gleich wieder da. Elaine, hoffen wir doch, dass das Gebet nicht zu lange geht. Applaus für Rebecca Fiebicher und für Dominik Neff.